Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Ja, wie gesagt, heute in der heutigen Folge, so rum, machen wir einmal diese Quest hier in Nachthafen und da müssen wir uns teleportieren und zwar zur Mondlichtung. Das dauert ganze 9 Sekunden. So, kleiner Ladescreen. Bin ja gespannt, was die Druidenquest macht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ewig keinen Druiden mehr gespielt. Also jedenfalls nicht hochgelevelt oder so. Mal gucken. Wahrscheinlich irgendwas Druidisches. So, da sind wir auch schon. Vermutlich kriege ich aber jetzt nichts Besonderes dafür. Vielleicht irgend so ein komisches, altmodisches Quest-Item. Wo muss ich denn da hin? Darüber, ne? Komme ich denn da hin? So hier? Aua. Doch, so geht's ja. Ach ja, die Mondlichtung. Hier war ich auch schon ewig nicht mehr. Das letzte Mal bei irgendeinem Event. Beim Mondking-Kükenfest oder so hieß es, glaube ich. Da war ich mal hier. Ah ja, der Druidenlehrer. Logana, hallo. Was führt euch hierher? Ja, eine Quest natürlich. Reist nach Burg Schattenfang und erhaltet Wald das Elixier und von Lord Warden 5 Bündel. Alter, okay. Ja, gut. Das heißt, wir müssten demzufolge Burg Schattenfang machen. Ja. Ja, können wir ja machen, ne? Ein Dungeon machen. Da muss ich allerdings nicht spezifisch anmelden. Burg Schattenfang. Das ist jetzt die Frage, wie lange der Spaß dauert. Weil ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass ganz viele Leute keine Dungeons mehr gehen. Sondern hochquesten. Und das heißt, dass die Wartezeiten immens lang sein werden. Ich würde vorschlagen, wir lassen uns einfach mal angemeldet, das kostet ja nichts, und porten uns währenddessen nach Orgrimmar. Beziehungsweise, wie komme ich denn da am besten hin? Eigentlich müssten wir fliegen, ne? Ja, wir fliegen hin. Ich habe nämlich meine Ruhestand hier in Donnertotem, wobei da... Ah, ich weiß nicht, ob das Portal noch da ist, dann bin ich dann dort vielleicht gefangen, das wäre doof. Traue ich mich jetzt nicht. Wir fliegen einfach. Ne, ein bisschen Landschaftsaussicht ist da auch mal schön. So, Flugmeister da. Mögen euch die ich würde gerne nach Donnerfels fliegen. Das ist voll gelogen. Ich will nach Orgrimmar hier dahin. Mögen die Was führt Vorfahren euch hierher? Ich will nach Orgrimmar fliegen. Wieso kann ich denn das nicht? Ist doch hier unten gleich. Weg. Seltsam. Ach, Donnerfels. Burgschattenfang, okay. Da hat sich das erstmal an der Stelle erledigt. Komisch. Gibt's da keinen richtigen Flugmeister? Flugmeister von Donnerfels. Danassus. Wir sehen uns. Elun sei mit euch. Ah, das sind spezielle Flugmeister. Naja, egal. Wir machen erstmal das Dungeon, würde ich sagen. Dann können wir noch ein bisschen EP abstauben, ein paar Quests noch machen. Wie gesagt, so ein paar Dungeons kann man ja mal mitnehmen. Wir waren hier zwar schon drin wegen der Chemie-Manufaktur, aber das war ja nur ganz am Anfang der kleine Part. So. Quests. Hallo. So. Viele haben sich ja immer so ein bisschen daran gestört, dass die Quests nun mittlerweile in den Dungeons drin sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das ausgesprochen gut. Weil... Es hatte zwar auch seinen eigenen Charme, dass man die Quest erstmal suchen musste, aber die waren teilweise früher so komisch versteckt. Da finde ich die Variante hier hübscher. Ich hänge fest, sag ich jetzt. Ich gehe mal davon aus, dass der Heiler weiß, was er tut, also... Einfach mal alle pullen hier. Damage, Damage. Mach mal hier meinen Dev-CD noch an. Heilung, ich brauche Heilung. Natürlich ganz geil, ne? Dadurch, dass das Ding auch Massenstand ist, also unsere Volksfähigkeit, ist schon gar nicht mal so schlecht. So. 5 von 5, wunderbar. Die Burg Schattenfang ist definitiv ein cooles Dungeon. Also ich mag das Dungeon sehr.
Wie sieht es eigentlich mit Damage aus? Die machen alle nichts, oder? Kann das sein? Oder werden nicht richtig... Ach nee, Heilung ist das. Ah, warte mal. Schaden. Ah, als Tank bist du immer bester Damage-Dealer. Das ist so. Besonders als Druiden-Tank. Zumindest beim AOE, ne? Also beim Bomben. Ach, guck mal, selbst Single Target geht's ganz gut. Der Hexer macht fast gar keinen Schaden. Und der Krieger, der ist unter aller Kanone. Aber gut, der hat vielleicht kein Account Gear. Würde ich jetzt mal auch drauf wetten. Sieht jedenfalls nicht nach Account Gear aus. Und man muss dazu sagen, dadurch, dass die Mobs alle jetzt mit skalieren, ist es eh wieder eine andere Sache, ne? Denn haben wir ja schon festgestellt, dass die Mobs dann teilweise echt länger leben als früher. Ne? Wo früher ein Schlag ausgereicht hätte, brauchst du jetzt mehrere auf jeden Fall. Und das trifft natürlich gerade die Leute, die keinen Account Gear haben, umso mehr. Die müssen richtige Kämpfe machen gegen die Gegner, in der Regel. Oh, na komm schon. Ja, tot. So, dann Quest abgeben. Hoffentlich ist das wichtig. Und dann dürfen wir den Kommandanten töten, genau. Ich bin Stufe 30, genau. Ach so, Talent habe ich schon gewählt, genau, haben wir letzte Folge erst gemacht. So. Mal hier mal meine Minimap aktivieren. Ich verstehe nicht, warum man nicht diese Map hier oben haben kann, weißt du? Also ich finde die Map hier viel, viel geiler als die. Die ist so viel übersichtlicher und so viel angenehmer und switcht vor allem die Ebenen nicht so komisch, weil hier hast du alles schwarz und siehst nur diese Ebene und jetzt erst switcht da raus und hast du wieder viel zu viel. Und die Map hier, die zeigt dir halt wirklich ganz exakt das an, wo du bist. Kurz mal husten. So. Ich weiß nicht, ob ich die alle brauche, aber ich pull einfach mal alles ran hier. So, dann machen wir den hier. Ja, die hauen schon gut rein. Also die waren früher auf jeden Fall um einiges schwächer. Garantiert. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und das Schöne ist, wir kriegen noch ein bisschen Ruf. Weil ja wir den Wappenrock anhaben hier von Okrimmar. Das ist sehr, sehr nice. So. Alle tot. Der dann noch... Ah, den können wir auch mitnehmen, ha? Ah, da liegt das Holz. Das brauche ich. Ah, da müssen wir doch mal hier ein bisschen rumgucken wegen dem Holz. Oh. Er pullt denn da? Achso, das sind die Patz, ne? Die hier so rumlaufen. Ist hier noch mehr Holz? Ah ja, da hinten. Warte mal. Das brauche ich. 3... 4 ist die Frage, ob das noch woanders liegt oder ob wir das hier alles holen müssen. Naja, kommen wir ja hier. 5, zack. So. So, dann fehlt nur noch Wardens Elixier. Und das kriegen wir ja natürlich bei Warden. Und der Rest ist dann schon fest, genau. Die Liebe. Herzchen.
Geht's eigentlich immer? Oder geht es nur, wenn das Event aktiv ist? Ich glaube, es geht immer, ne? Einige pullen hier immer den ganzen Raum, dafür würde ich aber jetzt dringend abraten, seit dem letzten Patch. Hm? Wobei, mit dem starken Heiler wird das sicherlich gehen, aber man muss ja auch nicht alles übertreiben immer, ne? Da spawnen nämlich dann so kleine Geister und die machen ganz schön fies Aua. Weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist, aber die waren auch schon vor dem Patch relativ stark. Aber hier spawnen gar keine jetzt, ne? Oder ich sehe so einen. Ich dachte, da Spukgeist, genau. Und die hauen nämlich gut drauf. Die sind nicht zu verachten. Glaube ich. Spukgeist. Ich sehe es halt nicht, wie viel Schaden die machen. Ah, die hauen gerade den Heiler. Ah, geht aber. Ist es nicht zu viel. Okay, dann in hier. Zack. Kann ich eigentlich auch stunnen? Nee. Das ist. Ich finde das so doof, dass Bosse. Immun sind gegen CC. Wozu habe ich denn den CC? Für irgendwelche Ads? Und was ist, wenn keiner kommt? Da gab es früher mal so eine schöne Komponente. Nämlich, wenn ein Gegner immun war gegen einen Stun, hat er das dann Schaden gemacht. Das fand ich cool. Haben sie aber irgendwann wieder rausgenommen. Ich weiß nicht warum. Also konnte man das Ding wenigstens quasi benutzen. Geht ja gerade um die Volksfähigkeit, ne? Tauren-Stun oder der Stun hier. Oder was gibt's noch für CC? Hier Silence vom Blutelf, ne? Generell die Horde hat ja recht starke Volksfähigkeiten im PvP. Weiß nicht, ob die stärker von als die von Allianzen, aber sind recht gut. Also ein Massen-Silence, Massen-Stun, Blutkralle. Das ist schon wesentlich besser als, weiß ich nicht, Schatzsuche bei den Zwergen oder was die haben. Ich weiß gar nicht mehr, was die haben. Aber ich muss sagen, das Unsichtbar-Machen von Nachtelfen ist auch geil. Ich überlege gerade, was meine Lieblingsvolksfähigkeit ist. Spontan würde ich jetzt sagen, Nachtelf tatsächlich. Diese Unsichtbarkeit ist einfach so gut. Was sind eure, was ist eure Lieblingsvolksfähigkeit? Ich weiß, viele spielen das Volk, weil es OP ist, aber wenn er mal jetzt davon mal absieht, dass irgendwas vielleicht OP sein könnte, weiß ich es nicht. Welche Volksfähigkeit findet ihr generell am coolsten? Ich glaube, die Trolle, die haben so ein Tempo-Buff, den sie sich geben können. Das ist auch ziemlich stark. Das war früher mal richtig stark. Irgendwann haben sie dann genervt. Irgendwas mit Headset spinnt hier irgendwie. Ach so. Genau, also irgendwann haben sie es mal genervt. Das war früher wie so ein Mini-Heldentum für sich selber. Die Orks haben irgendwie so ein Damage-Buff, den sie sich geben können. Angriffskraft und Zaubermacht erhöht und so ein Zeug. Die Menschen, die hatten mal die Insignie. Haben sie aber nicht mehr. Was haben die jetzt dafür? Ich weiß es gar nicht. Habe ich wirklich vergessen. Was haben denn die Menschen? Aber die Tauren haben den Massenstun, ne? Die Hochberg-Tauren haben das Ding hier. Was gibt es noch an Volksfähigkeiten? Die Untoten, genau, die können... Ja, die haben so Anti-Fear, ne? Die können ihr Furchteffekte oder Bezauberungen, so ein Kram, können die brechen. So eine Art Mini-Insigne ist es. Blutelfen hatten wir schon. Die Worgen haben einen Sprint, ist auch nicht schlecht, wobei das kommt immer auf die Klasse drauf an, ob die einen Sprint braucht. So, Herr Kommandant. Was gibt's noch für Völker? Gnome, genau, die können sich befreien von irgendeinen Fesselungsdings. Oh nein, das macht aber viel Schaden. Macht sogar wirklich viel Schaden. Ich bleib trotzdem stehen. Beep. 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 Was gibt's noch für Völker? Haben wir noch was vergessen? Ich schlag ganz gerne irgendwelche Völker. Heil mich. Ah, geht doch.
Ah ja, Dranai, genau. Die Dranai, die haben so einen coolen Heal. Der ist ziemlich stark. Also der heilt, glaube ich, 30% alle 2 Minuten. Ist gar nicht mal so schlecht. Ein schöner Hot. So. Oh, das tickt ja weiter, wo der schon längst tot ist. Brech halt. So, Walden's Elixier kommt erst noch, genau. Das ist der komische Abo. Achso, warte mal, Quest abgeben. Halt. Ich bin ganz Ohr. Ja, ich habe da eine Quest, die wird hier angezeigt. Achso, warte mal, ich glaube. Sieg. Ah, jetzt können wir ein bisschen warten. So, tötet Lord Walden, genau, da kommt es nämlich als nächstes. Walden Schmidt. Der ist nämlich rausgeflogen bei Two and a Half Men und ist jetzt hier in der Burg Schattenfang gefangen. Verstehst du? In der Burg Schattenfang gefangen. Okay, der war schlecht. Naja. Also, ich weiß nicht, entweder liegt es an der Gruppe, dass die schlecht ist, oder es liegt an dem Patch, aber ich habe das Gefühl, dass man hier wesentlich zäher durchgeht als früher. Also, es ist nicht so, dass man jetzt stirbt, aber damage-technisch ist es deutlich, deutlich schwächer als vorher. Finde ich gut. Ne, dieses Durchgerammel bei den Dungeons, vielleicht kommt es dann später wieder, weiß ich es nicht, aber das war immer ziemlich heftig. Quasi one-shottend durchs Dungeon gerannt. Alles gepult, scheiß auf Heal, einfach nur, ja, das war nicht so wirklich spannend. Ist es hier jetzt auch nicht, aber es ist ein bisschen anspruchsvoller zumindest, ne? Dumm-di-dumm-di-dumm. Könnte sein, dass wir das Dungeon auf 2 Folgen splitten müssen. Ich will die Folgen nämlich nicht ganz so lang machen, weil ja, wie ihr wisst, ich das als, ja, so ein bisschen als Zwischenprojekt reinschiebe und mir echt super Mühe gebe, dass ich echt jeden Tag eine Folge schaffe. Aber einmal haben wir es nicht geschafft, aber alle anderen Tage haben wir wirklich jeden Tag eine Folge. Und der Kompromiss ist halt, dass die Folgen dann eben nicht 30 Minuten sind, sondern wirklich nur, ja, je nachdem. Ich habe es auch schon mal länger gehabt. Es ist immer so ein bisschen, kommt drauf an, bing, mein Handy bimmelt. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich Zeit habe, wie die anderen Projekte gerade so am Start sind mit den Aufnahmen. Aber es kann auch durchaus immer sein, dass eine Folge nur 15 Minuten geht. Das ist dann halt so, ne? Bei einem Zwischenprojekt ist es leider nicht anders lösbar. Aber ihr wisst, ich gebe mir Mühe, dass es trotzdem klappt. Ja. Ja, kommt mal her, hier kleine Fledermäuse. So, und die auch noch hier. Steinstiefel. Ach ja, genau, die vieren immer alle so ein bisschen weg, ne? Die nerven so voll. Aber es geht. Mich vieren sie jedenfalls bisher noch nicht.